Berlin, du bist so wunderbar. Berlin. So, noch die Straße runter und da müssten wir in die Krombacher Straße runter. Dann hoffe ich, dass der Schreibwarenladen das auch wirklich hat, was ich will. Wird er schon haben. Aber weißt du eigentlich, was genial ist? Nee, eigentlich nicht. Aber was ist denn genial? Ganz einfach. Die Straße heißt Krombacher Straße, so wie das Bier. Ich bin mal gespannt, ob da überall Krombacher Bier steht. Du kommst auf Ideen, hey. Da würde ich ja nicht mal im Schlaf drauf kommen. Wenn wir schon mal bei Ideen sind, ey, ich habe letztens bei YouTube einen Film über Echsenmenschen gesehen. Wie, du schaust Filme mit deiner Tube? Mann, was für eine Tube eigentlich? Hier gibt doch alles in Büchsen oder in Bechern und in Tetrapacks oder wie heißen die Dinger nochmal? Das Einzige, was mir dir direkt noch einfallen würde, wäre eine Leimtube. Aber ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, wie du da Filme schauen willst, außer du hast zu lange in der Tube gerochen. Da ist ja kein Wunder, dass du dann Filme schiebst. Das ist kein Leim und ich schnüffel ja nichts. Nicht mal an Tuben, ey. Und außerdem gibt es auch noch Tomatenmark in Tuben und natürlich auch Zahnpasta. Aber zu YouTube zurück. YouTube ist ein Videoportal, wo man im Internet kostenlos Videos und so anschauen kann. Und da habe ich eine Doku gefunden, die über die Echsenmenschen geht. Ach so. Ja, ich wusste das ja schon. Ja, ich wusste das. Aber was ist denn das für eine Story mit den Echsenmenschen? Naja, dort wird berichtet, dass die Großen und Mächtigen dieser Welt in Wirklichkeit keine echten Menschen mehr sind, sondern eben nur noch Echsenmenschen und die Gestalt von Menschen halt annehmen. Die Großen? So 1,95. Und die Mächtigen, da meinst du sicher die Dicken, ne? So mit 200 Kilo. Das sind alles keine Menschen, sondern Echsen? Mann, zählen da auch die Dummen zu? Ich meine, eventuell so eine abtrünnige Rasse? Nein, die meinen weder große Leute noch dicke Leute, sondern zum Beispiel, nehmen wir doch mal einfach die Angelika. Die ist... Was? Die Angelika aus der Neuberger Straße? Ach, du meine Güte, das konnte ich mir fast denken. Die hat sich auch so komisch angefasst, als hätte sie Schuppenhaut. Echsenmenschen, Mann, die haben das. Stopp, Lenny, stopp. Lass mich doch mal ausreden. Also erstens, nein, die Angelika aus dem Neuberger ist kein Echsenmensch, sondern die Angelika Merkel, meinen die aus der Reportage. Und naja, sie behalten die menschliche Form durch unser Blut. Irre, oder? Ach so ist das. Puh, hatte schon Angst, dass ich schon Liebe mit einem Echsenmenschen gemacht hätte. Ich meine, mit einer Echsenmenschenfrau, aber das ist ja nicht so. Irgendwie ist das komisch, Mann. Eventuell eine Kreuzung? Kann sein, ist mir aber auch egal. Also, damit die unsere Gestalt behalten können, müssen die unser Blut trinken, um unsere DNA zu bekommen, damit sie dann eben, wie schon gesagt, unsere Gestalt behalten können. Also laufen hier Echsenmenschen rum, die wir nicht kennen, weil sie Blut trinken und unsere DNA bekommen, um ihre menschliche Gestalt aufrechtzuerhalten. Wenn du mich fragst, das ist garantiert eine Lüge. Ah, ey, wir sind da. Da, schau, Schreibwarenladen. Und hier soll's im Angebot einen Eimer Leim geben, einen 10-Liter-Eimer. Und ehe du fragst, warum ich den mir kurve, der ist für mich eine kleine Genie. Denn Caro meinte, dass die Leute hier oft auf den Leim gehen. Und da meinte ich so zu Caro, hey, schau mal hier in dem Prospekt, in der Grombacher Straße gibt's das Zeug im Angebot. Ich glaube, das mit dem auf den Leim gehen meint Caro anders. Aber mal eine andere Frage, ey. Wieso meinst du das mit dem Zeug und dem Echsen-Lumbe nicht stimmt? Oder? Oh, ganz einfach. Um an unsere DNA zu kommen, reicht praktisch schon ein Haar. Und somit würden sie doch schneller an Haare kommen als an Blut. Jeder Friseur hat Haare, also brauchen die doch nur einen Friseur aufmachen. Interessant, aber du meinst also, die sollen Haare essen oder trinken? Ey, ich glaube nicht, dass die das wirklich machen. Ich meine, ey, die kratzen doch viel zu sehr im Hals. Aber es gibt eine einfache Methode, um herauszufinden, ob sie ein Echsenmensch ist oder eben, ob sie es ein normaler ist. Ja, echt? Wie denn? Ganz einfach. Also mit einem Eimer Wasser, den schüttest du über den Kopf und dann sollten die laut YouTube-Video ihre Gestalt nicht mehr richtig aufrecht halten können und zack, Echsenmensch. Mann, weißt du, was mir gerade auffällt? Der Leimeimer sieht genauso aus wie das Wasser. Ach, mir doch egal. Die Echsenmenschen-Sache klingt real. Ich jump jetzt erstmal schnell rein in den Laden. Du passt hier auf den Eimer auf und ja, da gucken wir einfach mal. Der Mohat und die Echsenmenschen, der kommt immer auf Ideen. Manchmal glaube ich nicht, dass Mohat echt eine Uni besucht haben soll. Oh, da drüben ist ja Werner. Was macht der denn hier? Der Werner war doch auch mal bei der Gewerkschaft. Eventuell ist der auch ein Echsenmensch. Ich rufe den mal rüber. Hey, Werner! Ja, komm mal rüber. Mann. Wo kam der? Und ich schnapp mir gleich den Wassereimer. Und dann zack, und dann enttarn ich den. Da bin ich wieder. Lenny? Was machst denn du da? Ich hab Werner den Wassereimer über den Kopf gekippt, um zu sehen, ob er ein Echsenmensch ist. Er war in einer guten Position in seinem Beruf. Er war in der Gewerkschaft und Betriebsrat. Und da habe ich ihm nun einmal Wasser über Werner geschüttet. Ey, das sieht mir aber nicht nach Wasser aus. Das sieht mir eher... Ach nö. Oh Mann, Lenny, ey. Was? Mein Eimer mit dem Leim über Werners Rübe geschüttet. Mann, das waren 5 Euro. Die waren doch nicht im Angebot. Aber 5 Euro. Für nichts. Großes Kino. Okay, aber wir wissen nun, dass Werner kein Echsenmensch ist. Aber irgendwie sieht Werner nicht gesund aus. Super klebt. Der ist mir sozusagen auf den Leim gegangen. Blablabla. Mach dir keinen Kopf, Werner. Wir knallen dir nachher einen Eimer mit Verdünnung über den Kopf. Lass ihn das einwirken und schaufel dich frei. Gute Idee. Ich mach den Werner jetzt erstmal ein paar Luftlöcher in seine Leimmaske.
denn das ist Schnellkleber, ey. Der wird übelst schnell fest. Ja, ich zünd mir mal eine an. Auf den Schreck, Mann. Und dann lade ich euch auf eine Runde in die Schenke ein. Nee, rauchen lässt du lieber. Der Leim, der ist doch leicht entflammbar. Und ich meine, wir haben den Werner ja in den letzten Wochen schon genug unter Strom gesetzt und irgendwie angezündet. Stimmt, da hast du absolut recht, Mann. Komm, auf geht's. Mensch, Werner, komm. Ach, lass den. Der bockt wieder rum, hey. Der bewegt sich nicht. Kein Zentimeter. Der ist eben ein alter Bock. Und es gibt trotzdem Echsenmenschen. Berlin. Du bist so wunderbar.